Herzlich willkommen zu Peter Agene. Super gemacht, mein Schatz. Was ist bei Federkäse? Beim Federkäse, da unterhalten sich der Tom, der Alex und der Papa über dich. Wenn du alt genug bist, kannst du dir das dann irgendwann anhören und dir denken, mein Gott, was ist mein Vater doch für ein Idiot? Oder ist der Papa toll? Toll ist der Papa. Muss ich mir ja mein Frühstück holen, ne? Tom, bevor wir es jetzt gleich erfahren, was ist der Alex für ein McDonald's-Typ? Ist er eher ein Big Mac oder eher ein McChicken-Typ? Oder ist er hier, nee, vielleicht, ich kann mir fast vorstellen, der ist schon fast so ein Signature-Typ, ne? Also so Special-Burger. Meinst du, was für besser verdiene? Ich schätze ihn eher so ein, dass er da immer nur so alle Jubeljahre hinfährt, wenn der McRib mal wieder da ist und sich dann schon mega drauf freut und so. Der McRib, der ist doch dauerhaft im Sortiment, oder? Siehst du, das wusste ich nicht mal, weil ich nie da bin. Sieht man dir nicht mehr. Früher war das doch immer alle Jubeljahre nur so. Ist das echt jetzt schon dauerhaft? Das ist ja total lame. Das ist ja so, als wenn jeden Tag Weihnachten wäre. Naja. Aber ich kann euch beruhigen, ich war früher häufiger mal hier. Das ist natürlich weniger geworden, ja, aber auch nur deswegen, weil ich die Bude nicht so oft verlasse, weil ich Homeoffice habe. Soll ich gucken, und ihr liegt beide gibt. Falsch. Ihr liegt beide falsch. Ah. Pommes. Einfach nur eine kleine Auto. Pommes. Nein, er ist kein kleiner Pommes-Typ. Der ist ein Goss. Genau. Also da liegt McRib schon nah. Es war blutig genug, aber... Naja, also Chicken McNuggets sind natürlich ein Klassiker. Oder Apfeltaschen. Vielleicht ist aber auch ein Cheesy geht immer Mensch. Ich war ja immer ein Cheesy geht immer Mensch, als ich noch nicht auf die Kalorien war. Ja, geachtet. Cheesy geht immer. Also Tom hat gerade schon richtig gelegen. Apfeltasche wird auf jeden Fall dabei sein. Irgendwas muss meine Frau ja auch kriegen. Und ja. Oder für den kleinen Sex im Auto, ne? Ich wollte gerade fragen, wie bringe ich denn jetzt diesen frittierten Schrimps? Gibt's auch ab und an Witze unter. Erst die Schrimps in die Apfeltasche und dann ein bisschen abkühlen lassen, ne? Dann passt das schon. Ja, ja, das ist auf jeden okay. Fall heute interaktiv hier. Ja, ja, so, das ja okay von dem Herrn, dessen Brille gerade wieder beschlägt und das noch bevor er den Tee an die Lippen gesetzt hat, deutet darauf hin, dass Tom jetzt gleich die Anmoderation eröffnen möchte. Also nicht nur die Anmoderation, sondern den Podcast. Ausgerechnet jetzt, wo ich krank bin. Nee, das geht leider nicht, weil ich habe eine tierische Erkältung. Das ist ja ab und zu, dass das Kind auch mal Scheiße nach Hause bringt. Und ja, es ist mal wieder soweit. Ne? Deswegen, ja, fühlt euch herzlich willkommen bei Väterkäse, dem Podcast mit Vätern. Mit zwei Vätern und einem Baldvater. Ja. Wir möchten hier nicht zu viel versprechen, aber Herr Havoc ist heute mobil zu uns zugeschaltet. Ist es denn soweit? Seid ihr auf dem Weg ins Krankenhaus und enttäuscht uns nicht mit der Aussage, die jetzt gleich kommt? Also ich gebäre reannuell mit meiner Frau zusammen. Das heißt, ich fahre jetzt schon mal vor, dafür können wir dann hinterher lassen, wenn sie soweit ist. Ah, okay, naja, das ist doch schon mal nicht schlecht. Kannst ja auch schon mal einen Kalender vormerken, geplanter Geburtstermin auf dem Weg ins Krankenhaus, egal zu welcher Uhrzeit, schreibt Tom und mich an, damit wir in Skype kommen, damit wir eine Special Edition. Oder wird Peter sich aber jemand freuen. Und nicht vergessen, so Drive-In ist keine Babyklappe, ne? Da kriegt man nur Sachen. Da kann man nichts abgeben. Um Gottes Willen, ey. Komischerweise warte ich gerade auch auf mein Kind. Das müsste auch gleich kommen. Aber für mich ist das viel unanstrengender. Ehrlich gesagt, wie die erste Geburt auch schon. Ja. Na dann. Oh, jetzt ist der Tee auch noch alle. Mein Gott. Ja, genau, ich bin erkältet, habe ich schon gesagt. Ne? Ich werde das jetzt öfter erwähnen, weil ich will dem Klischee Genüge tun, dass, ja, ne, ist eben eine Männergrippe. Das ist keine normale Grippe. Die ist schwerwiegend. Ich fange jetzt mal in eigener Sache. Ich stehe ja jetzt gerade schon seit knapp 10 Minuten in der Warteschlange zum
Restaurant zur Goldenen Doppelbogen. Hattest du nicht damals hier auf deinem Kanal thematisiert, wie gerne du doch in dieses Restaurant gehst oder fährst und dass die ja so bemüht sind, irgendwie sich zu beeilen? Warum stehe ich so lange in so einer Warteschlange jetzt gerade? Komm. Ich weiß es nicht. Und wenn du sagst 10 Minuten, dann bist du noch nicht mal in dem Bereich, wo ich letztens rückwärts rausgefahren bin, wo du quasi links und rechts nicht, also du musst schon rückwärts rangieren und du bist noch nicht mal im Rangierbereich. Das heißt, du könntest noch abhauen, könntest locker beim nächsten Döner um die Ecke vorbeifahren, sagen, hallo Hassan, hier, ich zeig dir mal 2 dicke Menschen, die zu Hause sitzen und über Dinge podcasten, die keine Sau interessieren, und mach mir mal schnell einen Döner. Aber nein. Ich muss gestehen, ich stelle mich immer so in eine Reihe, dass mir das hinterher, ich verbaue mir immer die Option. Mhm. Ich könnte ja normalerweise jetzt rausfahren, wäre ich jetzt nicht so nah aufgeschlossen zu dem, der vor mir steht, und wäre der hinter mir nicht bereit so weit, dass er mir gleich guten Tag sagen kann. Du hast den interessanten Satz eben gesagt, den ich jetzt gerne auf unsere Thematik beziehen würde. Ich verbaue mir immer die Option. Ja, das ist etwas, was ich mir auch gedacht habe, als es dann soweit war. Wie sehr freust du dich denn inzwischen? Es ist ja bald soweit. Ich freue mich sehr. Ja? Ich freue mich so sehr, dass das einzige Thema ist in meinem ganzen beschissenen Leben, was ich nicht eine Sekunde negativer Gedanken gefrönt habe. Okay, also auch gar keine Angst, oder? Nein. Also mir ist damals der Arsch auf Grundeis gegangen, wenn ich mich noch an die ersten Folgen, oder ich weiß gar nicht, wie lange es gedauert hat, bis er da war. Also ich war schon ziemlich panisch, glaube ich, Tom, oder? Ja, das stimmt. Ich musste dich ab und zu mal beruhigen. Also bei mir ging's. Also musst du dein Kind gekriegt hast, meine ich. Du musstest mich nur davor beruhigen, du musstest mich auch insbesondere danach beruhigen, wo ich mich bei jedem Kleinscheiß noch gefragt habe, stirbt der Pürzi jetzt, weil er mal kurz falsch um die Ecke niest? Ja, du bist okay, das war bei euch natürlich auch ein Spezialfall, ne? Du darfst jetzt eins nicht vergessen. Es ist noch ein Monat bis zu dem Zeitpunkt hin. Und jetzt kann ich natürlich viel sagen. Ne? Ich meine, jetzt habe ich immer noch die männliche Vorstellung, es wird laut, es wird blutig. Natürlich traue ich mich in diese Situation. Mhm. Aber im Endeffekt weiß ich ja nie, was wirklich kommen wird. Immer am Kopf entstehen. Genau, man sagt mir auch nach, ich bin der geborene Fluchtwagenfahrer, das bringt mich nur nicht weiter, wenn ich an dem Tag denke, so, oh Gott, geht mir alle aus dem Weg, Rugby und, ne. Also alles so ein paar Sachen, die kann ich noch nicht beantworten. Also jetzt habe ich weder Panik, noch negative Gedanken, noch irgendwie Angst vor dem Moment. Worum ich mir natürlich Gedanken mache, ist die Gesundheit meiner Frau, weil die ist ja relativ klein und der Bauch nimmt momentan so 2 Drittel ihres Körpers ein. Also ich stelle mir schon die Frage, wie soll das passen? Ah, das hat immer gepasst. Ja, genau. Dauert halt ein paar Monate danach, bis du wieder an andere Sachen denken kannst. Aber hey, irgendwie kommt er schon da raus. Bisschen Vaseline und ein bisschen W40, dann geht das, ne? Ja, dachte ich auch. Dachtest du auch. Und dann kam es anders, als du gedacht hast. Ja, ne, und jetzt wohne ich halt im Keller, ne? Ah ja, aber ja. Ist auch schön. Ja. Du siehst halt wenig Sonne, aber ist ja zum sonstigen Leben jetzt eigentlich auch nicht unterschiedlich, ne? Eigentlich halt sprichwörtlich und das andere ist wortwörtlich. Nachdem Tom ja schon eingeleitet hat mit Kinder bringen alle möglichen Sachen mit nach Hause, ich finde es eher faszinierend. Okay, jetzt ist es gerade passend zur Jahreszeit. Also ich kenne eigentlich wenige, die nicht zumindest ein bisschen erkältet sind. Letztes Jahr wissen wir ja alle, als das mit Corona noch ein bisschen ernster genommen wurde und nicht gerade eine Wahl anstand, weswegen die Politiker das Ganze im Voraus schon abgedämmt haben. Letztes Jahr gab es sowas wie eine Grippe und Erkältung gar nicht, weil sich ja alle noch dran gehalten haben. Inzwischen hat keiner mehr Bock, deswegen gibt es ja auch wieder Grippe und Erkältung. Ich finde es faszinierend, Tom, dass bisher noch nicht der Fall war, so erkältungswellenmäßig. Ich dachte eigentlich so, als das Kind im Kindergarten war, also deine Tochter, dass man dauernd was hätte. Ich stelle es ja jetzt schon fest bei Jonas, der ist jetzt erst seit 3 Wochen im Kindergarten und ja, mindestens das zweite Mal erkältet. Also ja. Also ja, scheint auch nicht so schlimm zu sein, dass alles auf die Eltern übergeht. Ja, da kann man sich nicht vorretten, weil das sind ja wirklich die perfekten Mutterschiffe für so einen Scheiß.
Die brüten ja aus, das glaubst du ja nicht. Die strahlen ja irgendwie, keine Ahnung, dreimal so viel Zeug aus wie so ein Erwachsener. Und da kannst du dich einfach nicht vor schützen. Außerdem machen die ja manchmal solche Sachen wie, da hast du plötzlich einen Finger im Mund. Du sitzt da einfach nur, hast plötzlich so einen Finger im Mund. Und was soll das? Den hat die Katze in der Nase. Ja, schön. So. Ja. Warum? So, ja, du kannst dich nicht verwehren. Das ist einfach schlimm. Ich habe jetzt auch gerade, bevor ich hier mit euch die Aufnahme eingegangen bin, erstmal das T-Shirt gewechselt, weil ich kam auf die tolle Idee, nachdem er die gestern die ganze Nacht schon durchgeschnieft hat, ihm jetzt vorm Schlafengehen noch zweimal Nasenspray. Wobei Nasenspray ist auch so ein Thema, können wir gleich noch drüber reden. Nasenspray. Hast du das auch so? Ja, wie ja natürlich. Gibt es ein Kind, was sagt, yeah, geil, diese Flasche, schieß es mir bitte direkt in die Nase, ich liebe es. Nein, ich glaube, das gibt es nicht. Oder Zeug ist total harmlos im Gegensatz zu dem Erwachsenenzeug. Wirklich, ich habe das selber mal probiert, da merkt man gar nichts. Nicht nur das, ja, ja. Ich habe ja noch nicht mal eins mit irgendeinen Zutaten geholt, sondern es ist ja wirklich nur Meerwasser, Salz, Lösung, die ich da geholt habe. Hat halt auch zur Folge gehabt, weil kleine Kinder kannst du ja noch nicht sagen, auch noch nicht mit drei, schneuz mal ins Taschentuch, weil Taschentuch böse, schneuzen, keine Ahnung, was das ist. Ja, das suppt danach halt raus. Dementsprechend hatte ich jetzt erstmal einen T-Shirt-Wechsel nötig, bevor ich hier Skype aktiviert habe. Ja, nee, aber es ist so eine Sache. Also ich merke schon, da kommt jetzt jedes Virus, was bisher nicht aktiv war, das kommt jetzt nach, wird nachgeschossen. Man hofft natürlich jedes Mal, das ist auch so eine Sache. So gerade geht dir ja wahrscheinlich elternmäßig jetzt mit deinem Schulkind so ähnlich. Man hofft natürlich, dass es kein Corona ist, aber man hat immer die Befürchtung, wenn erkältungsmäßig was passiert, dass es halt irgendwas Corona-mäßiges ist. Ja, durchaus. Aber die werden tatsächlich getestet. Ja, klar, kein Problem. Wie ging denn der Kindergarten damit um? Also wie war das überhaupt in der Kindergartenzeit bei dir? Also da waren relativ, die haben tatsächlich relativ strenge Regeln eingeführt, also die Gruppenstärken wurden halbiert, die Betreuerinnen wurden getestet, fast jeden Tag, glaube ich, und die Kinder wurden an verschiedenen Eingängen dann abgegeben und man durfte das Gebäude auch nicht mehr betreten und die waren eigentlich fast die ganze Zeit nur draußen und solche Sachen. Also da hat es tatsächlich keinen einzigen Fall gegeben. Guten Abend, ich hätte gerne jetzt ein gespannt. Menü mit vom Royal TS, bitte. Oh. Pommes, Fanta und Mayo, bitte. Dazu bitte 4 Cheeseburger, noch eine extra Pommes und eine Apfeltasche. Na gut, die Frau ist schwanger, ne? So, jetzt kommt der Teil für seine Frau. Die Apfeltasche hat er schon bestellt. Das wäre schon, danke. Alles klar. So, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ihr wart gerade live dabei. Das ist also das, was ein Herr Herbock bei McDonald's bestellt. Ja. Der Punkt ist, das frage ich mich immer bei Leuten, die den Royal TS bestellen. Einmal mit Plastik, bitte. Machen Leute das bewusst, dass sie den TS bestellen oder vergessen sie einfach, dass der Royal mit Käse wesentlich leckerer ist? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Jawohl. Ich habe noch nie ein Royal mit Käse gegessen, glaube ich. Ich wusste gar nicht, dass es den gibt. Den kannte ich jetzt nur aus Pulp Fiction. Aber Royal TS heißt ja Tomate Salat und dann klatschen sie noch eine dicke Portion Mayo drauf, während der Royal Käse wirklich nur so eine schöne Scheibe Käse drauf hat und nicht so eine Sauerei verursacht und der Fleischgeschmack ist halt da. Und das Royal also quasi wie so ein doppelter Cheeseburger, nur nicht wie der doppelte Cheeseburger, den es ja auch gibt. Sondern mit einem dicken Patty. Genau. Das Royal Patty ist ja das besondere Fleisch. Ja. Er schmeckt tatsächlich also besser. Ich bestelle ihn nur wegen der scheiß Soße da drauf. Die Soße? Ja, das ist Mayonnaise. Nee, das ist keine Mayo. Doch. Nein. Doch, das ist ganz einfache Salatsoße, Mayo. Also es ist noch nicht mal Mayo, es ist Salatsoße. Nein, die Mayo, die richtige Mayo von Mc's ist pissgelb. Die auf dem Royal TS. Ja, ich sag ja, es ist noch nicht mal richtige Mayo, es ist einfach nur Salatsoße. Das werde ich mal recherchieren. Ich werde das recherchieren, aber nicht jetzt. Ich möchte noch was essen. Ach ja, schön. Was habe ich denn jetzt bestellt für 20 Euro? Dem Royal TS. Nee, da war die Aufnahme nochmal vorspielen. Achso. Achso, 4 Cheeseburger, genau.
Ja, und das hat man noch vom Frühjahr so intus, als der Cheeseburger nur 1 Euro gekostet hat. Aber jetzt kriegt man ja schon alleine, glaube ich, für einen Cheeseburger 1,70 oder sowas. Ich weiß es nicht. Und der Unterschied 1,70. Zum Hamburger wegen dieser einer Scheibe Käse ist, glaube ich, sogar schon 30 Cent oder sowas. Das ist echt so ein... Ja, wegen einer Scheiblette, das ist kein Käse. Das ist noch nicht mal Analogkäse. Ja. Ich esse trotzdem. Genauso wie die Mayo auf deinem Royal TS. Ach ja. Nein, wobei ich ja sagen muss, man hat gerade gut gekocht um 17 Uhr, aber jetzt ist ist schon 3 Stunden her. Oh, das geht so nicht. Das stimmt. 4 Stunden, 16 Uhr hat sie gekocht. Aber das geht so nicht. Nee. Was gab's denn? Es gab eine Eigenkreation mit sämtlichem Grünzeug, war halt kein Fleisch drin. Ja, also, okay, dann verstehe ich. Dann könnte das auch eine Stunde her sein und das würde nicht reichen, ja, schon klar. Oh Gott, jetzt kriegen wir wieder Ärger mit der Veganer-Lobby. Nee, ja, die hört also, es war sehr gut, aber ich brauche zumindest sowas, wo draufsteht, es wäre Fleisch. Ja, wobei ich mich da ganz ehrlich frage, ich habe gestern eine Werbung gesehen für vegane Fischstäbchen. Die nennen sie auch wirklich Fischstäbchen, aber sie setzen die Fischstäbchen in Anführungszeichen. Es gibt ja andere Produkte, die sie nicht Fleisch nennen dürfen, weil es ja kein Fleisch ist, aber bei Fischstäbchen dürfen sie es offensichtlich, wenn sie es in Anführungsstriche setzen. Ja, dann Fische haben keine Lobby, das hatten sie noch nie, die armen Fische. Das war immer schon so. Ja, aber dann frage ich mich auch, warum möchte ich denn Fischstäbchen in Anführungsstrichen überhaupt essen? Also, das ist ja die alte Frage, warum machen die Fake Salami, Fake Mortadella und sowas? Das ist einfach PR, um dich zu ködern und sagst, oh, das sieht ja zumindest so ähnlich aus wie das, was ich kenne. Es gibt keinen anderen Grund. Ja, okay. Ja. Boah, du geile Sau, du bringst mir gleich mein Essen. Ist ja unfassbar. Ja, so, das habe ich meiner Frau auch gesagt, aber das ist schon 16 Jahre her. womit wir wieder beim Thema wären, nämlich nicht unsere Frauen. Nee, wir haben uns ja alle so ein paar Dinge zurechtgelegt. Ich erinnere mich nur, es ist schon soweit. Entschuldigung. Das war das letzte Mal mit dem Tom. Nein, ich habe mich heute getestet. Wir brauchen einen neuen Tom. Wenn ich heute kriege, dann teste ich mich natürlich. So, ich habe mich sogar zweimal getestet. Warum denn? Beide positiv. Nein. Er ist schwanger. Ja, diese Tests, den vertraue ich nicht so. Zweimal negativ. Ich kann auch Glückmoment fragen, ja. Das sind die Momente, die ich so liebe in meinem Leben. Irgendwo an den Rand gestellt zu werden. Um auf also nett sind sie ja, aber sehr langsam. Ja, das ist ja das, was ich meinte vorhin. Und vor allen Dingen habe ich schlechte Erfahrungen, dass wenn man mal nebenan fährt und das Essen geliefert bekommt und dann nicht kontrolliert, weil man schon so lange gewartet hat und einfach losfährt. Also es war jetzt keine Großbestellung. Ich glaube, ich hatte auch, keine Ahnung, 2 Cheeseburger, Pommes, irgendwas bestellt. Bin dann losgefahren und habe dann unterwegs, weil unterwegs schmeckt es natürlich am besten, gerade während der Fahrt, weil dann konzentriert man sich am wenigsten und versaut sich garantiert nicht das T-Shirt, was man gerade anhat. Deswegen mache ich immer schwarz. Ja. Ich gemeinsam mit meinem afroamerikanischen Freund am Steuer. Nein, ob das bei der Tüte gefasst, hab den Burger ausgepasst, genüsslich reingebissen und es war ein Fischmeck. Es war mein erster Fischmeck und ich weiß auch nicht, warum man, also er war nicht schlecht, also aber ich weiß jetzt nicht, warum man den Fischmeck beziehungsweise warum man ein Fischsandwich bei McDonald's essen sollte. Er heißt ja auch nicht mehr Fischmeck, hat ja inzwischen alles schönere Namen, es ist ja der Fisch Olé. Nee, Filet-O-Fisch, oder? Filet-O-Fisch, okay. Ja, irgendwie sowas. Das ist ein ganz komisches Zeug. Das ist im Grunde auch nur eine Runde, Fischstäbchen. Im Grunde irgendwie. Also es ist nicht mal eine Fischfrikadelle oder so. Fischfrikadelle fände ich noch geiler. Die mag ich wohl. Ja, aber das ist, Fischfrikadelle ist ja auch wieder so irgendwie... Muss man aus dem Norden kommen, da kriegt man die frisch, die schmeckt. Ja, okay, gut, das kann sein. Also ich habe Frischfrikadelle, kenne das natürlich nur von Nordsee. Ne? Wenn ich ja. Norden möchte, dann gehe ich halt zur Nordsee. Natürlich. Und Also allein die Vorstellung... Klo wenigstens auch so ein bisschen wie nach Nordsee. Allein die Vorstellung so, keine Ahnung, Fischhack zu einer Frikadelle... Nee, du. Das ist lecker. Also Frikadelle macht man ja aus Hack, ne? Und dann überleg mal, wenn das jetzt kein Hackfleisch ist, sondern irgendwelche Fischköpfe, Reste. Lass mal. Nee, dann kann ich auch Vater werden. Vielen Dank. Ja. So, jetzt hat er sein Essen endlich. Jetzt hat er sein Essen. Sag mal, liefern die bei euch eigentlich nicht?
Doch, tun sie, aber, und jetzt kommt der Gag, du kannst das ganze Gezumpel ja nur über Lieferando bestellen, ne? Ja. So, du guckst heute da rein, dann heißt es, nee, heute liefern wir nicht. Dann guckst du am nächsten Tag rein, nee, heute liefern wir nicht. Und du siehst dann, während du auf dem Balkon stehst, diese scheiß Liefertwingo an deiner Bude vorbeifahren und denkst so, jetzt könnt ihr mich mal kreuzweise am Arsch lecken, bis die Zunge blutet. Ist doch nicht euer Kackernst. Ja, dann geh doch einfach über die McDonald's-Seite. Die wird doch dann bevorzugt, weil sie dann keine Lizenzen an Lieferanten zahlen müssen. Ich wollte gerade sagen, die haben doch auch eine App, oder nicht? Ja, haben die nicht eine App? Nein. Bei uns kannst du das ganze Gezumpel nur über Lieferando bestellen und dann fährst du, weil du auf einmal Heißhunger auf diesen Schrott hast, fährst du dann da lang, wo ich jetzt gerade auch war, stehst Ewigkeiten in der Schlange und sagst, immer, Kinas, warum funktioniert eigentlich der Lieferdienst nicht? Euer Twingo fährt ja hier bergauf, bergab schon 7 Mal, weil ich hier stehe und auf mein Essen warte. Da liegt ja ganz die Family. Und dann sagst du dir, wieso, da musst du gehen. Und dann fährst du nach Hause, fühlst dich verarscht. Also von daher, nee, wenn ich unterwegs bin, fahre ich dann selber lang. Das ist nicht, ne? Du meinst veralbert. Du musst dein Vokabular noch kindertauglich anpassen. Das ist doch kindertauglich. Du darfst nicht vergessen, ich komme aus dem Robot. Ja, stimmt, okay. Das gehört hier zum guten Ton. Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ihr merkt schon, das ist heute eine ganz besondere, fantastische Sonderausgabe. Oh ja. Wir haben, glaube ich, bisher ganz vergessen, du hast ja mal einen, beziehungsweise vor einigen Wochen einen schönen Vorbereitungskurs absolviert, von dem du uns ja noch was erzählen wolltest. Wie liefen denn diese beiden Vorbereitungskurse plus, du hast ja, glaube ich, nochmal einen extra, was passiert, wenn mein Baby vom Tisch fällt, Kurs belegt, damit du weißt, wie du dann reagieren musst. Oh ja, da habe ich sehr, sehr, sehr düstere Gedanken dran. Ja. Das Erste, was du angesprochen hast, ist der Geburtsvorbereitungskurs, wo du irgendwelche Bilder siehst von irgendwelchen, das passiert da und hast nicht gesehen. Also im Endeffekt inhaltlich, wenn du in der 8. Klasse in Bio aufgepasst hast, weißt du das meiste noch. Eine Befürchtung, dass das so ein Heckelkurs wird, ja, das ist krank, der hat hier wirklich. Das ist nicht vorgekommen. Ah, okay. Ich bin gerade irritiert, weil Toms Frau ist ja gar nicht nackt. Das ist alles so familienfreundlich. Ist sie sonst immer, sag ich immer. Die muss ins Bett. Genau, man sieht cool. Immer, vor allen Dingen. Und lies, lass dir die Gruselgeschichte vorlesen. Nee, mach ich nicht. Warum nicht? Nee. Doch, mach mal. Okay, okay. So, wenn ich jetzt mal einen Parkplatz kriege, dann ist das Leben in Ordnung. Ja, ihr seht das jetzt zwar gerade nicht, aber Tom sieht wirklich aus, als würde er richtig schwitzen. Vielleicht sollst du die Heizung ausmachen. Oh, nee, diesmal kommt es tatsächlich von innen und von dem heißen Tee. Okay. Mir geht das wirklich nicht so gut. Ich weiß auch nicht, ob ich die Folge durchhalte, Junge. Aber ich gebe mein Bestes. Tom, du hast jetzt nicht gehört, was der liebe Alex gerade zum Kurs erzählt hat. Alex, nochmal in Kürze. Nochmal in Kürze. Geburtsvorbereitungskurs ist kein Hechelkurs. Sehr gut. Ja. Da lernt man auch viel. Ich fand den theoretischen Teil auch ganz interessant eigentlich. Da haben wir was gelernt über, wie hieß das nochmal, Geburtsgelbsucht oder was, Kleinkindgelbsucht und so einen ganzen Kram. Und ja, das war ganz interessant. Also interessant fand ich eigentlich die Art und Weise, wieso ich so einen Kurs teilnehmen muss. Aber naja, der eine sagt so, der andere sagt so. Ah, okay, weil deine Frau das möchte, oder? Nee, die ist gerade nicht gegen, aber... Ich werde jetzt hier mal kurz innehalten, hochhechten, bevor nämlich das Essen hart wird. Ja. Wer da einkaufen war, der weiß das. Und dann werde ich mich jetzt gleich mit einem vernünftigen Mikrofon wieder an euch wenden. Das finde ich gut. Ja, sind wir schon. Wir harren der Dinge, die da kommen. Währenddessen erzählt Tom ein bisschen was aus seinem Sexualleben. So, später. Ja, dann wären wir auch schon fertig. Kenn ich. Gute alte Gag, ne? Nee. Pass auf, ich hab doch Fragen aufgeschrieben. Ich bereite mich doch auf sowas vor.
auch wenn da nichts Gescheites bei rauskommt, aber ich tue es. Ich habe mir aufgeschrieben, nee, das machen wir gleich. Hier, die ersten Wochen in der Grundschule kann ich nochmal resümieren. Mhm. Es ist nichts Besonderes passiert. Außer, dass sich manche Jungs natürlich mal wieder daneben benehmen. Es wurde sich schon ins Gesicht geschlagen und diverse... Musst du mal ein bisschen spezifizieren, wenn du sagst, es wurde sich schon ins Gesicht geschlagen, manche Jungs benehmen sich daneben. Sind das... Es waren Jungs, ja. Also, ja, aber... Wie ist die Zusammensetzung in der Klasse? Mehr Mädchen, mehr Jungs? Und wie ist die Zusammensetzung in der Klasse? Mehr integrativ geförderte Kinder? Oder wie sieht das aus? Also ich sag mal 50-50 und die beiden Jungs, die da Ärger machen, das sind zwei, die sind schon das zweite Mal in der ersten Klasse. Ah, also okay. Die haben sowieso also etwas Schwierigkeiten, würde ich jetzt mal sagen. Und würde man dann, also wenn ich an solche Fälle denke, dann denke ich auch gleich so, ja, die Eltern sind dann wahrscheinlich auch sehr speziell. Hast du die Eltern schon kennengelernt? Nein, nicht so wirklich, ehrlich gesagt. Ich war nur einmal da und habe da mit niemandem geredet. Ich bin ein sehr großer Menschenfeind, musst du wissen. Eigentlich so hätte ich dich jetzt nicht eingeschätzt. Ich dachte eher so, du bist der offene Happy-Go-Lucky. Ich gehe auf Menschen zu und verteile Umarmungen und Küsse, Mensch. Tatsächlich nein, ganz im Gegenteil. Ich brauche immer ein bisschen, bis ich mit Leuten warm werde. Und das tue ich nicht. Aber ist ja auch egal. Man sieht es ja an den Kindern, was das für Eltern sind. Okay, das ist jetzt vielleicht ein bisschen fies, aber... Ja, das war jetzt meine Frage, ja. Also kann man an den Kindern, anhand dem Verhalten von Kindern, kann man ablesen, von welchen Eltern oder was? Also in diesem speziellen Fall kenne ich die Eltern zwar wirklich nicht, ne? Aber das ist schon, also in der ersten Klasse schon Leuten mit einer Faust ins Gesicht schlagen, ist schon krass irgendwie, ne? Da kann man nur froh sein, dass man Mädchen hat, werden da ja meistens nicht so involviert, aber wenn es ein kleiner, schmächtiger Junge wäre, ey... Boah, da würde ich schon sagen, Leute, achtet mal auf eure Kinder. Also wenn es da mein Kind getroffen hätte, was blutig nach Hause geschickt worden wäre, dann, also ich hätte da geklingelt, ganz im Ernst. Wird da dann nur das verletzte Kind nach Hause geschickt oder wird dann wenigstens auch der Schläger? Der Schläger wurde auch nach Hause geschickt, ja, aber ja. Aber die Eltern mussten es abholen. Ist natürlich auch nicht schön, aber da hätte ich aber was gesagt, da kannst du mal glauben. Da bin ich dann auch nicht schüchtern. Okay, also so die einfachsten Sozialregeln, dass man jemanden nicht mit der Faust ins Gesicht schlägt in der ersten Klasse, das muss doch drin sein, oder? Oder bin ich dazu zu konservativ? Ich weiß nicht, irgendwie ist das krass. Also man möchte es meinen, aber weiß ich nicht, du hast ja jetzt schon auch durch den Kindergarten mehr Erfahrung sammeln können als ich. Also du hast mir eigentlich jahrelang eher Angst vor dem Kindergarten gemacht und jetzt habe ich auch Angst, wo es jetzt so weit ist. Also jetzt steht der erste Elternabend an, ich werde wahrscheinlich das Elternteil sein, was auch hingeht und ich frage mich schon jetzt, also es kann ja gar nicht anders sein, schon alleine von der Statistik her. Also von diesen Eltern, die ich kennenlernen werde, wird es zumindest ein oder zwei Schwurbelpärchen geben. Und möglich ist das, ja. Und, aber die kommen da ja dann wahrscheinlich gar nicht rein, weil da gibt's ja dann auch es sei denn natürlich, also wenn es ein Privatkindergarten ist, dann müssen die sich ja an fast gar nichts halten, irgendwie scheint mir so. Also es ist schon 3G-Regelung, aber also auch das lässt sich ja wieder umgehen und dann ist halt auch wieder die Frage, wie ernst wird das Ganze genommen? Also natürlich könnte man jetzt wieder einen Riesenfass aufmachen wegen Corona so oder so, aber es ist ja inzwischen so, es wird inzwischen relativ lasch gesehen überall. Ja. Und obwohl ich musste letztens meinen Impfausweis beim Frühstücksbuffet zeigen. Das hatte ich gar nicht erwartet, weil in Oldenburg war das bisher immer so, ja, mit Maske rumlaufen und Minimalbesetzung, ja, 50% Besetzung und der Laden war sowieso immer leer. Und da sind wir öfter mal hingegangen, haben da was gegessen. Am Tisch durfte sie natürlich absetzen. Und von heute auf morgen fragen die mich nach meinem Impfausweis. Da war ich auch ein bisschen überrascht. Ja, vielleicht haben sie Wind bekommen, dass vielleicht öfters mal, keine Ahnung, jemand von der Polizei da essen geht und könnte mal eine Kontrolle durchführen. Ja, das kann sein. Mhm. Aber zum Glück habe ich noch niemanden gesehen. Aber weiß ich auch nicht. Da ist mir nur so aufgefallen, scheinbar habe ich jetzt auch tatsächlich schon irgendwie den Überblick verloren, was hier jetzt so gerade im Bereich
Sache ist, weil das ist ja überall anders. Dann gibt's mal da die 2G-Regel, dann gibt's da die 3G-Regel, dann gibt's da Maskenpflichten mit nur Abstand und dort gibt's dann wieder die Regel so und irgendwie, so langsam komme ich tatsächlich nie mehr mit, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber zum Glück trage ich das Ding immer mit mir rum und aber ich habe noch keinen elektronischen, weil ich bisher zu faul war, zum Arzt zu gehen, mir das machen zu lassen. Oder in der Apotheke geht das, glaube ich, auch, oder? Ich weiß gar nicht, wie das bei euch ist, aber. Also bei mir habe ich mit der zweiten Impfung dann, glaube ich, direkt einen Ausdruck bekommen, den ich einfach nur in der App einscannen musste. Ach so, nee. Bei mir war das so scheinbar so früh, da war das noch gar nicht spruchreif. Da gab es das Ding noch gar nicht. Okay. Nee, aber also ich weiß, kann man das in nahezu jeder Apotheke auch machen lassen. Also. Ja, sollte ich demnächst mal machen. Ist wahrscheinlich ein bisschen einfacher, als statt immer den Lappen mitzunehmen. Ne? Manchmal gilt der ja auch gar nicht. Ne? In manchen, irgendwie in Berlin gilt der schon nicht mehr oder so. Da wollen die nur noch also elektronisch. Ich kann dir ehrlich gesagt nicht sagen, was einfacher oder was bequemer ist, weil ich gehe eigentlich nur zum Einkaufen oder in den Kindergarten und alles andere gibt es für mich nicht mehr seit der Pandemie. Habe ich jetzt auch ein Jahr lang auch so gehandhabt, aber seit der doppelten Impfung bin ich ein bisschen mutiger geworden, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ich bin auch zum Glück ja noch nicht so alt und auch nicht vorgeschädigt, dass ich glaube nicht, dass mich das treffen könnte, also groß treffen könnte. Ja. Man weiß nie. Also ich bin ja auch durch mein Kind sehr gut trainiert, wie du siehst. Ich wollte gerade sagen, ich lasse dir jetzt mal deine Happy-Go-Lucky-Positive-Einstellung, so könnte ich darauf verweisen, dass wir jetzt beide jetzt nicht unbedingt die Freunde von der Waage sind und wenn wir keine Freunde von der Waage sind, dann ist man schon wieder in den Bereich vorgeschädigt und wo man nicht mehr so, ne, also ja. Knapp drüber, Mensch. Ja, sorry, ne. Also, da musst du schon eher so Rainer Winkler Ausmaß haben, dass dich das so richtig trifft, glaube ich. Ja, also ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Ich meine, du trägst ein schwarzes T-Shirt, das könnte wesentlich, ja, aber. Da könnte ja alles drunter sein. Ich kann dir sagen, also bei mir bin ich immer noch mit dem BMI drüber, wo ich sage, ich fahre noch in die Stufe 3 rein, ne? Ah. BMI. Aha. Das ist das Erste, was ich von euch höre. BMI. Ja, Risikofaktoren. Alt sein und fett. Das ist gut. Ich bin voll gut dabei. Habe ich jetzt was gewonnen? Intensivstation, Herzverfettung. Was dabei? Ja, man weiß das nicht. Auf jeden Fall Chance auf einen schlimmeren Verlauf, wahrscheinlich. So, ja, mal gucken. Ich bin jetzt mal gespannt, ob auf die 150 Meter jetzt meine Pommes schon kalt. Die dünnen Dinger sind schon immer hart kalt. Sind. Sobald die nach außen reichen, sind die scheiß Dinger schon kalt. Moment. Du hast recht. Ja, das ist so. Die sind einfach viel zu dünn bei McDonald's. Ja, aber wenn wir hier schon in der Elternsprechstunde Themen ansprechen, die quasi nur in so einem Umfeld angesprochen werden sollten, dann möchte ich aber mal dazu sagen, die Pommes bei Burger King sind wesentlich besser. Ja, das muss ich leider auch sagen. Richtig, die sind auch besser gewürzt. Schreibe ich das. Ja. Die haben auch eine bessere Konsistenz. Wobei, da muss man jetzt ehrlich gesagt auch wieder unterscheiden. Gut, Konsistenz, ja. Also die gleichen Pommes, die sie beim Lieferdienst verwenden, gibt's natürlich auch im Laden. Nur im Laden sind es die dünnen Pommes. Und für den Lieferdienst machen sie extra dickere aus dem gleichen Pommes-Zombie-Teig, wenn da überhaupt Kartoffeln drin sind. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist ja auch irgendwas günstigeres, Pappe oder sonst irgendwas drin. Aber so oder so. Ich muss gestehen, ich habe vorhin aus dem Auto nicht erkennen können, welche Person denn da hinter Tom steht. Ja, das ist Tom. Das ist Halloween-Deko. Ich habe mir gedacht, der steht da jetzt erstmal, weil nirgendwo anders Platz ist und weil es cool aussieht natürlich. Aber der kommt schön in den Garten zu Halloween. Der kommt schön in den Garten zu Halloween, wird so halb angestrahlt und dann stellt ihn neben so eine Hecke. Weißt du, dass man ihn nicht sofort sieht. Und dann warte ich auf die Schreie. Da freue ich mich schon so drauf. Hast du auch schon Kamera installiert für die? Ja, da bin ich ja auch schon beim anderen Thema. Feiert ihr Halloween? Es ist ja auch ein Kinderfest, muss man sagen. Das ist, Alex ist, kann jetzt natürlich nur sagen, was er vorhat, aber. Nee, jetzt mal ganz ehrlich, also da kann ich ja schon für Alex antworten, weil ich kenne Alex Musikgeschmack und dass er ja schon von Haus aus gerne schwarze Klamotten trägt und Ledermantel und keine Ahnung. Da zu Wamstgards groovend durch die Straßen läuft, ja. Also das ist ja quasi das Fest von Gruftis, ja. Also das haben die Gruftis, das hat ja quasi die Generation Havoc, die hat das mit ihrem Musikgeschmack, während ihnen die Pommes aus der Fresse fallen, hat das nach Deutschland gebracht. Ja, aber als Metaller weiß man ja, Halloween, das ja vielleicht mal True Metal gerade. Ich habe meine Frau auf Halloween kennengelernt. Oh.
Auf einem Halloween-Fest oder auf einem Halloween-Konzert? Ja, auf einer Party. Ah! Wer hat die Michael Myers-Maske zuerst abgenommen und wann? Sie ziemlich sofort und ich habe gesagt, muss ich haben. Wie geil das wäre, wenn man das erst nach dem One-Night-Stand macht, damit es spannender bleibt. So, ja, und jetzt und mal gucken. Du warst noch nie auf einer Ü30-Party, Tom. Das ist da gang und gäbe. Dafür brauchst du nicht den Halloween. Also du hast gesagt, muss ich haben sofort. Ja. Wann hast du ihr gesagt, dass das ursprünglich für die Maske? Kommt noch. Nach der Geburt. Warten wir mal ab. Genau. Also ich nehme das mal als ein Ja. Halloween ist gut, oder? Nein, sagen wir es mal so, ich fand, ich war, bevor ich Kinder hatte, also ich sage jetzt erstmal, wie es bisher war, habe ich ja, glaube ich, auch schon im Podcast mehrfach ausgedrückt, wir sind Deutsche und wir haben hier den Fasching. An Fasching verkleidet man sich. Faschoing. Ja, heißt das Karneval. Ehrlich, ja, Karneval, Fasching, nenn's wie du willst, der Punkt, wo du noch mit meinem Humor auf die Bühne gehen kannst sogar, also jetzt nicht mehr, jetzt musst du ja die ganzen Frauenwitze weglassen, darfst ja nicht mehr machen. Also ich find's weiterhin ein bisschen fragwürdig, dass du an zwei Zeiten im Jahr deine Kinder jetzt verkleiden solltest. Und den Teil, den ich wirklich ziemlich assi finde, den ich mir jetzt noch persönlich nicht vorstellen kann, dass ich ihn jemals mit meinen Kindern machen werde, ist verkleiden und dann bei fremden Leuten klingeln, denen auf den Sack. Ich meine, hier geht's ja schon auf den Sack, wenn der Paketbote klingelt, aber dann Ding Dong und dann sind das kleine Kackpratzen, die auch noch was von mir haben wollen. Nee. Ja, aber pass auf, da habe ich einen guten Tipp. Bei uns ist das einfach so, es schmücken nicht alle Halloween. Es sind so jedes zehnte Haus. Und da klingeln wir dann natürlich, weil die haben ja scheinbar eine Affinität und die haben dann noch bestimmt Süßigkeiten. Die haben keine Affinität, die haben wahrscheinlich Kinder. Die sind gezwungen. Oder das ist ein Zwangkreislauf, glaube ich, in den ich jetzt auch reinkomme. Das ist, du musst ja diverse Dinge machen, weil du dann Elternteil bist. Also weil du dann Vater bist. Also natürlich, bei uns ist das noch lange nicht so weit, dass wirklich jeder an Halloween Süßigkeiten da hat, weil der befürchtet, es würde klingeln oder so. Aber so in so Siedlungen, wo mehrere Familien wohnen und wo die dann auch draußen Halloween geschmückt haben, da kann man es durchaus machen. Also, zieh einfach nur hoch genug ohne Aufzug und du hast nie ein Problem. So, genau, so geht's natürlich auch. Andersrum, Frank, kleiner Tipp, warte einfach, bis deine Ursel groß genug sind und schick die mit irgendeinem anderen Elternteil von irgendwem weg. Ja, das ist auch der Plan, den ich habe, wenn Halloween angesagt ist, dann geh hier mit denen mit, ne? Und denk dran, nur Marken, Süßigkeiten, die der Papa auch mag, weil den Rest kannst du gleich zu Hause irgendwo wegschmeißen. Unter Lind geht hier gar nichts. nee, Lind muss nicht sein. Lind ist schon wieder so, schmeckt schon wieder so schickimicki irgendwie. Ja, finde ich auch. Kinderschokolade ist die beste. Ja, Schiffung Ferrero kann man hier auch noch den europäischen Süden stärken und so. Alles gut. Und aus Prinzip alles, wo der Sarotti-Mohr... Ach nee, gibt's ja nicht. Es gibt jetzt nur noch Mohr Sarotti, aber kein Sarotti. Davon hatte ich sogar noch hier so eine Keksdose von früher. Ja. Die kommt auch nicht weg. Das ist gut. Die kannst du jetzt auch, darfst du auch jetzt nicht mehr bei eBay reinstellen, etc. Die ist, glaube ich, genauso verpönt wie ein unmoderierter Mein Kampf von Adolf H. Punkt. Also das ist Sammlerstück inzwischen. Ach so, ja, gut, dass du das sagst. Denn wir nutzen sowas als Nutzgegenstände, nicht als. Leute, ihr müsst mal kurz alleine, ich habe gerade The Walking Dead live. Ach, schon wieder. Schon wieder. Ja, das war doch letztes Mal schon so, oder? Da ist er doch ja, schon aber da fing es mit an. Wegen Dead. Ja, stimmt. Ja. Das war ziemlich. Royal mit Käse. Lecker, lecker. Wie nennt der Franzose das? Ein Viertelfünder. Nee, Quatsch, das war genau umgekehrt, ne? Von die Amis. Ja, genau. Ich muss den Film echt mal wieder gucken. Das ist wegen dem metrischen System. Ja.
Apropos das metrische System, alter Schwede. Mein absoluter Lieblingsburger ist ja, ich weiß, ich bin mega langweilig, es ist tatsächlich der Big Mac. Weil ich die Soße... Die hab ich nicht gegessen. Die Soße ist einfach geil. Ja, vielleicht hast du ihn auch einfach nicht mehr auffinden können, weil es sehr, 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 sehr klein geworden bei steigendem Preis. Echt? Das ist richtiger Mist, ja. Aber die Soße, ich habe da mal ein Video drüber gemacht, die Soße kann man tatsächlich selber machen, die schmeckt echt fast original so. Das ist nämlich mit Gurkenrelish und so. Okay, hat jetzt gar nichts mit Kindern zu tun. Doch nicht. Aber hier nochmal mein Plädoyer für Halloween. Also spätestens, wenn man Kinder hat, wird man da tatsächlich reingezogen. Ich mochte es vorher aber auch schon ganz gerne, weil dieses morbide, und was, ich gucke ja auch viele amerikanische Film-Channel und so, und die machen ja fast immer einen Schocktober, einen Horror-Oktober, einen Nostalgia-Ween und was es da alles draußen gibt. Und da kriege ich dann immer richtig Lust mitzumachen, guck mir ganz viele Horrorfilme an. Ich meine, das Wetter ist ja dann auch entsprechend irgendwie, das ist irgendwie geil. Und ich mag das ganze Setting irgendwie. Ja. Ich finde das auch nicht schlecht. Also jetzt gerade hat meine Frau noch das Wohnzimmer zu Ende geschmückt. Wir haben ja auch überall diesen ganzen Halloween-Kram rumstehen und hängen und leuchten. Yeah. Und das ist cool. Ach, habt ihr schon? Wir wollen das erst nächstes Wochenende machen. Nee, sowas kommt on the fly. Okay. Naja, den Michael habe ich ja schon. Den Michael? Den Michael. Das gucke ich mir an. Ich gucke mir auch Halloween Kills an. Jetzt kommen wir aber ganz weit weg vom Kinderthema. Auf Halloween Kills freue ich mich echt richtig. Ja. Wobei, ich muss echt sagen, die meisten Horrorfilme sind in meinen Augen Kinderfilme. Du kannst dich davor nicht gruseln. Das geht gar nicht. Inzwischen leider auch nicht mehr. Also ohne Mist, noch vor, ach, weiß was ich, also weit in meiner Erwachsenenzeit rein, so vor 20 Jahren würde ich jetzt mal sagen, hätte ich so ein Ding nicht hinter mir stehen haben können, ohne immer hinzugucken und mich zu gruseln und mich jedes Mal beim Umdrehen mega zu erschrecken. Jetzt weiß ich nicht, ich fühle nichts. Ist das jetzt nicht gut, oder? Oh Gott, das ist einfach, wenn du die Filme heute anguckst, vor denen du dich früher so ein bisschen gegruselt hast, hast du das Gefühl, so nach dem Motto, verarsche ich mich gerade selber? Ja, irgendwie schon. Das ist doch nur peinlich. Man muss für Atmosphäre sorgen. Also den Original Halloween, der hat tatsächlich immer noch was. Also doch, das muss ich schon sagen. Carpenter ist ja nicht umsonst ein Meister seines Fachs. Und schon wenn man den zweiten anguckt, merkt man so krass den Atmosphäreunterschied. Der ist so langweilig. Jetzt spielt er auch in einem Krankenhaus, das ist nicht besonders dolles Setting und so, aber der ist einfach atmosphärisch, der ist richtig geil. Also falls ihr den schon lange nicht mehr gesehen habt, den originalen Halloween von Carpenter, guckt euch den gerne nochmal an. Der kann eigentlich noch echt gut mithalten, würde ich sagen. Das kann man auf jeden Fall machen. Oder so. Aber der ist einfach atmosphärisch so. Ne? Das finde ich ja bei modernen Horrorfilmen ganz oft, dass die wenig Atmosphäre und zu viel Gore haben. Naja, das ist eben umgekehrt, ne? Ich bin mit dem Essen, was ich vorhin bestellt habe, im Übrigen gleich schon durch. Ja, das ist ja immer dieses Phänomen bei McDonald's, ne? Das ist ja unfassbar viel Luft drin. Oder muss ja viel Luft drin sein eigentlich, ne? Wenn man das so eine Kugel drauf von macht und ganz, ganz doll drückt, die kann ja gerade mal in so eine Handfläche passen von so einem Riesenburger, oder? Maximal. Ich weiß nicht, versuch's doch mal. Also so viel ist davon noch über. Also maximal so 3 Zentimeter, reicht für ein bisschen. Was zwischen zwei Finger passt. Das Schlimme ist, man muss so schnell essen, sonst fallen dir die Pommes auseinander, wenn du sie hochnimmst. Ja. Das ist ganz grauenhaft. Ich bestell bei diesen Läden auch keine Pommes mehr. Es ist einfach immer eine dauernde Enttäuschung. Das kann man im Restaurant selber, geht das vielleicht gerade noch so, aber mitnehmen oder bestellen. Nope. Der kommt mir nicht ins Haus, die scheiß Pappe. Da esse ich doch lieber die Pappe. Da ist auch meistens das ganze gute Gewürz reingezogen dann. Kennst du noch diese Schaumstoffverpackungen, die McDonald's ganz, ganz früher hatte? Oder bist du da zu jung für? Danke. Doch, nee, leider kenne ich die dann noch. Ja, die waren geil. Das waren diese Anfangs... Styropor war das, oder? Ja, irgendwie so, ne? Irgendwas Aufgepufftes. Ganz, ganz leichte Verpackung, die immer so schön gequietscht hat, wenn man das so aufgemacht hat. Oh, das war wie so ein Pavlovscher Effekt, wenn ich dieses Quietschen gehört habe. Das ist heute manchmal noch so. Alleine diese Strohhalm-Pappdinger. Ja, die sind scheiße. Warum lassen die nicht komplett weg und ich trinke wie ein richtiger Mensch aus dem Ding? Ja, das kannst du ja auch machen. Oder die gehen einfach back to basics und machen die Dinger aus Stroh.
Weißt du, ich meine, die heißen so und das wird bestimmt besser halten als der Scheiß so. Ein fetter Strohhalm kann natürlich schwierig sein. Also, da kann doch irgendein asiatisches Land auch richtig mit rauskommen, wenn die irgendwie so Gewächse haben und das massenhaft zu uns verkaufen. Ich würde die kaufen. Besser als diese blöden Plastikdinger. Die ja wohl dann auch wieder Bäume für gefällt werden müssen. Wir sind ja jetzt auf das Thema gekommen. Wir waren bei Meckes. Du kamst auf Verpackung. Du warst bei Meckes. Ja. Zwar buchstäblich. Ja, wir haben einfach nicht Frank, der uns einfängt. Aber da kommt er schon wieder und der ist voll gekotzt worden, sehe ich gerade. Ah, boah, ist das warm hier in dem Puff. Also es gibt eine Sache, Alex, auf die kannst du dich einrichten und Tom wird da wahrscheinlich auch ein Lied von singen. An die werde ich mich nie gewöhnen können. Also da bin ich einfach wahrscheinlich von Haus aus zu Etipetete. Das muss man wahrscheinlich, keine Ahnung, muss man wahrscheinlich, also Rotzgeschichten. Ich finde Rotzgeschichten relativ schlimm und wie gesagt, ich habe ja gerade ein verrotztes Kind, das gerade wochenmäßig im Bett stand. Ja. Und habe es dann geschafft, dass er sich wieder auf mir ablegt und spüre dann schon, wie es nass wird auf meinem T-Shirt, weil ich habe ihm ja vorhin noch die Nasentropfen gegeben. Wie alt ist der? Hast du gesagt? Ja, das finde ich einfach ekelhaft, sowas. Also könnte ich jetzt quasi mich komplett duschen erstmal. Wie alt ist er, sagtest du? 3. Okay, also 3 Jahre muss ich da auf jeden Fall durchhalten. Ja. Also cool. es gibt eine Sache, die kann. Du hast vorhin, als ich noch im Auto saß, hast du gefragt, gibt es eine Sache, vor der du Angst hast oder sonst irgendwas? Nein, aber eine Sache, von der ich jetzt schon weiß, dass ich mich davor ekel. Ja, und okay. Zwar Nasenpumpen. Nee, Kacka ist weniger schlimm als Rotze. Also an Kacka gewöhnt man sich. Danke, Frank. Ja. Aber das riecht Rotze? Auch am Anfang noch nicht so schlimm. Das ist ja nur Milchbrei. Ich dachte, das wäre das Schlimmste. Das wird aber relativ schnell ziemlich. Ja. Spätestens wird es normal Mutter, essen. Wie sagte eine Mutter zu mir, ab dem Moment, ab dem es grün wird? Ja, gut, aber das war A, Annalena Baerbock und B, hat sie ihr Kind immer mit einem Kaninchen verwechselt. Also, Frank, ich mag deine Art zu denken. Ja, das ist grün, ja übrigens grün auch ziemlich scheiße. Relativ das ist ja auch ziemlich scheiße ausgegangen. Ne? Ja. So, wir hatten ja letztes Mal das Thema. Also, wenn das aus der Vergangenheit jemand anhört und sich denkt, ey, die gehen doch noch bestimmt auf die Wahl ein, weil die haben doch letztes Mal Vorhersagen gemacht oder so, können wir leider nicht. Ist noch nicht gelaufen, das Ding. Das dauert noch ein bisschen. Das war schon vorher gelaufen, Tom. Das hast du nur noch nicht bemerkt. Also, die Nummer war schon vorher durch. Naja, ich vielleicht schon, aber Laschet hat es eben noch nicht bemerkt, ne? Das ist das Problem, ne? Ja. Aber der Papa hat jetzt gefrühstückt, der Werdende. Um 8:30 abends. Ist jetzt, übrigens auch so eine Sache, die ich wortschatzmäßig nicht mehr aus mir rausbekomme. Und als ich letztens mit einer weiteren Mutter unterwegs war, weil Jonas hat ja Gott sei Dank schon seine erste Kindergartenfreundin, habe ich auch gemerkt, weil die hatte ja auch noch eine jüngere Schwester und wir waren dann quasi mit den Kindern unterwegs. Und ich neige ja dazu, immer wenn ich mit Jonas zu rede, Sätze anzufangen mit der Papa hat. Ja. Kommt dann nicht so gut, wenn es um andere Kinder geht, wenn man Sätze anfängt mit der Papa hat. Aber behalte das ruhig bei, ich finde das gut, wenn du sagst, der Papa. Ich mache das schon bei den Katzen, hör mal. Frage, wo wir gerade bei sind mit anderen Müttern. 2 Dinge. Ja, gerne, aber kann ich jetzt leider hier nicht so sprechen, weil Malcolm will doch mal rein. Warte, ich setze mir mal eben Kopfhörer auf, ne? Nein. Machen Sie so. Das heißt ja nicht umsonst Bilf, ne? Was, Gilf? Gilf war die Grandmother. Das ist dann wieder Special Sache Puls, ja genau. An Grandmaster B und ich sehe schon, mit Alex hat er dann wahrscheinlich jemanden gefunden, der auch. Okay. So ist das. Ne? Gilf geht die Welt zugrunde. Nein, ich beschäftige mich jetzt zunehmend mit dem Thema, wir hatten das schon mal kurz angeschnitten vor 2 Folgen, Kindergärten. Mhm. Es ist die Hölle. Es ist wirklich die Hölle, überhaupt mal eine Anlaufstelle zu finden, wo du als Vater hingehen kannst und sagen kannst, sag mal, ich habe keine Ahnung, was muss ich überhaupt wissen? Ja, aber ganz ehrlich, das kannst du ganz einfach lösen. Da gibt es keine offiziellen Anlaufstellen. Du musst dich einfach an andere Eltern wenden. Weil immer einer Spezialist Eltern. Für irgendwas. Also einfach, wenn du auf der Straße eine Frau mit Kinderwagen siehst oder besser eine Frau mit einem Kleinkind,
kannst dich vertrauensvoll an die wenden. Das ist doch ein super Hinweis für einen Call to Action nach draußen. Ja, vielleicht kennt sich ja jemand aus und möchte mich als unwissenden, Vater werdenden personengruppenhörigen Menschen einfach mal unterrichten. Also bei uns stand das auf der Homepage unserer Stadt tatsächlich. Ja, tatsächlich. Aber was kollidiert, ist die Aussage der Hebamme, die sagt, ja, am besten kümmerst du dich schon vorzeitig drum. Dann guckst du auf die Homepage der Stadt, dafür muss dein Kind erst geboren sein, damit du überhaupt irgendwas machen kannst. Ja. Dann versuchst du dich an die Kindergärten zu wenden in deinem Umkreis plus minus 300 Kilometer. Ja. Und fragst erstmal nach, was bietet ihr denn überhaupt für Leistungen an? Wenn du hingehst und sagst, pass mal auf, wir suchen eine Kita für U2. Jetzt wirst du alleine schon auf offener Straße gesteinigt, weil das heißt, wieso gehst du nicht mit deinem Kind bis zur 10. Klasse, ne, und so weiter. Ne? Gesuch ist U2, 35 bis 45 Stunden. So, mehr erstmal nicht. Mehr Info hab ich auch nicht. Das ist jetzt der erste Andrang. So. Und dann stellst du dir natürlich die Frage, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, natürlich kennt ihr das, aber das muss ja irgendwie klappen. Man möchte alles so ein bisschen in trockene Tücher und zwar am besten gestern. Wie hat sich das bei euch entwickelt? Ich meine, Frank hat schon mal erzählt, ne, alles klar, wenn ich jetzt noch in Hessen wohnen würde, dann hätte ich mich einklagen müssen und jetzt in Bayern kein Problem. Ja, das ist wahrscheinlich wirklich sehr, sehr individuell. Also bei uns war es wirklich sehr einfach. Da konntest du tatsächlich, wenn das Kind erst geboren ist, weil du musst Geschlecht angeben und all so ein Kram, wahrscheinlich würfeln die Gruppen dann auch. Wie, du musst Geschlecht angeben? Was ist denn das für ein Genderfeind? Es gibt auch eine diverse Klasse. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Also auf jeden Fall musst du schon ein paar Angaben machen über das Kind und dann kannst du Wünsche abgeben. Da musst du natürlich erstmal gucken. So, gibst bei Google ein, was weiß ich, Giel. Kindergarten, Straße so und so, Umkreis, bub. Und dann guckst du, ah, okay, den. Ja, kannst ja mal vorbeifahren, die das von außen angucken. Dann sagst du, okay, das ist katholisch, das ist evangelisch, dann nehme ich lieber das oder keine Ahnung, was weiß ich. Und pass auf, dann, was du anhast, wenn du da vorbeifährst und fährst und dir das von draußen anguckst. Insbesondere ganz genau. Und bitte nicht den weißen Van ohne Kennzeichen nehmen, das fällt sofort auf. Jedenfalls konnten wir dann drei Wünsche abgeben. Und haben dann drei Termine gekriegt zu Tag der offenen Tür Dingern, die dann immer abgehalten haben zu der Jahreszeit. Und dann sind wir da hingefahren, haben uns das alles angeguckt, alles angehört und am Ende haben wir gesagt, den nehmen wir. Und dann hat es zum Glück geklappt. Also das ist ja dann auch immer nur so ein Wunsch, den man dann abgeben kann. Ne? Genau, und dieses und das finde ich halt so verlogen, dass du das Gefühl bekommst, du hättest so was wie eine Wahl. In manchen Städten vielleicht nicht. Das ist so richtig verlogen. Willkommen in Deutschland. Ja, willkommen in Deutschland. Also das ist wirklich für einen knallroten Sack. Ehrlich. Deutschland ist nicht ausgerichtet auf Kinder. Nee, hey, aber dauernd erzählen sie dir von wegen, mach welche. Das ist auch irgendwie komisch, ne? Macht ja auch Spaß. Du kannst es ja gerne auch noch so machen, wie du möchtest. Musst dann halt nur richtig viel Kohle in die Hand nehmen, ne? Das ist der nächste Step. Meine Frau hatte sich heute mit einer Unternehmung auseinandergehalten, so eine private Kita. Die nehmen auch schon Kinder ab 4 Monate, nicht, dass wir das in Erwägung ziehen, aber ne, das ist ja auch so eine Sache. Du kriegst Kindergärten, die sagen, ey, wir haben noch 1000 Plätze frei, wir nehmen aber Kinder nur ab 18,5, ne? Also Jahren. Und es gibt so Kindergärten, die fangen schon an wie, hör mal, du hast gerade geworfen, gib mal her. Aber das ist so intransparent, diese ganze Thematik Kinder unterkriegen ist so intransparent. Also, ja, aber die haben doch bestimmt auch Webseiten. Stehen da keine Infos drauf. Das wäre ja, also auf Kindergarten-Webseiten kriegst du, glaube ich, die wenigsten Infos. Ich wollte nämlich auch mal bei uns gucken, so vorsichtshalber. Ich weiß nicht, wie du das gehandelt hast, Tom. Beispielsweise Jonas heute Morgen. Temperatur hat gependelt zwischen 36,9 und 37,4. Und ab 37,5 sagt man ja, ne? Und bla. Und wie ist das? Und dann ist es auch wieder unterschiedlich, habe ich im Netz gelesen. Also Kindergärten sagen, manche mit 38, wenn keine anderen Symptome sind, ist noch okay. 39 sollst du auf jeden Fall zu Hause bleiben. Da gibt es manche Kindergärten und Bundesländer, wo die schon sagen 38. Dann ist natürlich auch die Frage, inwiefern hat sich das jetzt verändert, was ich da lese, seit Corona. Wie habt ihr das gehandelt? Weil es ist ja immer so, dass Kinder in einem gewissen Alter oder im Kindergartenalter schon mal ganz gerne öfters mal ein bisschen Fieber haben. Das ist richtig, aber zum Glück war es ja das erste Kind und wir sind mega Pragmatiker und wir wollten, dass der nah dran ist und dann sind wir da hingefahren, als es soweit war. Dann haben die uns das erzählt und dann haben wir gesagt, okay,
Also wir haben da keine Auswahl getroffen. So in die Tiefe sind wir echt nicht gegangen. Ich wusste ja, nee, gar aber nicht, wie habt ihr das gehandelt, wenn mal Temperatur war? Oder? Also ich sag mal so, die haben schon sehr darauf gesetzt, dass die Eltern das auch selber merken, dass dem Kind nicht gut geht und dann die das gar nicht erst vorbeibringen, aber es kann natürlich auch währenddessen passieren. Dann haben die auch durchaus angerufen. Aber bei welcher Temperatur kann ich dir jetzt echt nicht sagen. Also, ich wollte gerade sagen, weil nicht gut ist ja relativ, weißt du? Also wenn mein Kind von sich aus sagt, nee, mir geht's gut und er möchte in den Kindergarten. Ja, also Fieber geht nicht, aber wie gesagt, genaue Temperatur kann ich dir nicht sagen. Also ja, Fieber geht ja nicht. Relativ, ne? Fieber ist ja alles. Ja, gut, okay. Ja. Beim Kind. Kotzen geht nicht und ja, Durchfall klar. Geht nicht. So Magen-Darm-Geschichten. Mein Tropfläuse und so Kram. Mein kotzen-kackendes Kind würde ich jetzt auch nicht unbedingt in den Kindergarten schaffen. Also dann würde ich mich ja schon fragen, was geht ab? Eben, aber wir haben sie vielleicht, in der ganzen Zeit, die sie da war, in Krippe und Kindergarten vielleicht. Wie oft haben wir sie abholen müssen, weil sie krank war? 3 bis 5 Mal oder so? Das war jetzt nicht so oft. Ich habe dir was auf den Schreibtisch gelegt, meine Süße. Echt? Ja. Die was? Milka dann doch kein Bier. Ist in Herzchenform mit Nuss-Nougat. Ich habe dir was viel Besseres auf den Schreibtisch gestellt. Guck mal. Gott, das wird wieder nicht jugendfrei. Tom und sein Schlauch. Ja. Ein nackte Bild? Ja, du warst ungefähr so. Beim guck doch jetzt mal. Oh, ja. Die wird sich freuen. Ich sehe schon, also nicht nur im Netz, sondern auch im Privatleben verteilst du ganz gerne deine Pimmelchenbilder. Ja, allerdings. Mit Rahmen. Auch ungefragt, wie du gemerkt hast. Oh, wir sind live dabei. Ich muss es ja hier auch irgendwie... Siehst du? Oh. Ich hab gesagt, du freust dich. Oh, danke. Da kommen wir auf ganz neuen Level zusammen. Tom als jemand, der das Resultat dieser Packung schon bei sich zu Hause hat. Lass es und sei froh, dass es noch. Egal. Ich habe bei World of Sweets habe ich bestellt und dann. Ja, gern. Die liebt sie, die Dinger. Was ist das? Das sind diese. Kennst du noch Trez? Nee, ich glaube, so fange ich gar nicht erst an. Das sind so Erdnussbuttertörtchen mit Schokolade überzogen. So toll. Ja, na, ja. Wollt ihr unter euch sein? Wir nehmen aber nur Audio auf. Hoffe ich. Also wir nehmen gut. Auch das ich Bild auf. Ich habe mich daran erinnert, dass ich mein Bier vergessen habe. Das hält Frank alles im Giftschrank als Erpressungsmaterial. Okay. Ja. Ja, aber erst nachdem es bearbeitet wurde. Andere Effekte, andere Gegend. Andere Leute. Torben im Hintergrund wird rausgescannt und ne, genau. Ach, jetzt ist der Hund auch noch da. Oh. Jetzt habe ich endlich Zeit für ein Mädchen. Das ist großartig. Ja, alles gut. Sieht gerade so aus, als hätte der werte Herr Havoc seine Bierflasche wirklich unterm Tisch an seinem Genital geöffnet, aber es war wohl... Oh, das war's. Es gibt einmal ja Leute, die können mit allem ihre Bierflasche aufmachen. Ja, hör mal, muss nur hart genug sein. Ne? Und im Ruheport, da nimmt man halt ganz einfach mal das Pimmelchen raus. Tom, du bist erkältet, kannst du bitte die E-Zigarette wegtun? Wird nicht geraucht. Ja, das ist gut, das ist mit Menthol. Ja, das ist damals gut, als, vor allem. Damals, als ich Kettenraucher war, habe ich es ganz genauso gemacht. Bei jeder Erkältung und Grippe weitergeraucht, aber halt die guten Menthol-Zigaretten. Also Alex wird dir sicherlich sagen können, das ist kein Rauch, das ist Dampf. Das ist Dampf. Ah, ja. Den Unterschied merkt man leicht, wenn man seinen Rüssel über einen Topf kochendes Wasser hält oder über ein Lagerfeuer. Dann weiß man, was der Unterschied ist. Nein, also ich kann den Unterschied auch als ehemaliger Raucher, der natürlich öfters mal eine E-Zigarette ausprobiert hat, bewusst sagen. Beim Rauchen schädigst du richtig gut der Lunge. Und
ja, beim Dampfen merkst du es nicht, dass du der Lunge schädigst und kriegst den Krebs wahrscheinlich an anderer Stelle. Allerdings war es bei mir beim Dampfen so, dass ich nachts aufgewacht bin und keine Luft mehr bekommen habe. Also echt? Das muss schon eine Nummer härter sein, dieses Dampfen. Du musst da auch Liquid rein tun, sonst ist das wirklich nämlich Rauch. Das ist nicht gut. Ja, das ist dann pures Formaldehyd, aber nee, aber ganz kurz, dieser Exkurs da soll erlaubt sein. Tatsächlich, als ich angefangen habe zu dampfen, hatte ich ständig Bronchitis, ohne Mist. Aber richtig schlimm. Also ich habe geschleimt wie sonst was, weil ich es einfach nicht gewohnt war. Warum, da bin ich mir gar nicht so sicher. Wahrscheinlich, weil sich ich habe da ja von vornherein immer Menthol reingetan, dann weitet sich wahrscheinlich der ganze Scheiß und ein bisschen anfälliger erstmal. Aber das legt sich ganz schnell und dann hatte ich nie wieder Bronchitis. Oh. Ja. Und Alex dampft wieder so. Wundermittel gegen Corona gefunden. Ja, möglich ist das. Menthol ist das. Gut, dass das keiner dem Trump erzählt hat damals. Ja. Ja, der hat sich lieber Pferdepisse gespritzt. Um Gottes Willen. Ja. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ihr merkt schon, hier in der Elternsprechstunde geht es nicht nur um Kinderdinge, um Väterthemen, nein, hier geht es auch um Gott und die Welt. Und wenn wir schon beim Thema Gott sind, wollte ich einführen, nachdem wir ja hier wenigstens einen Gläubigen bei uns in der Runde haben, den Psalm der Woche. liest jetzt Alex Havoc. Geh mit Gott, aber geh. Sehr gut. Warum? Ich habe Alex gesagt. Ich habe noch nicht mal Alexa gesagt. Alexa, warum leuchtest du auf? Und warum reagierst du? Weil ich die Bestellungen von dir direkt nach Hause kriege. Ja. Übrigens, Dinge, die ich immer mal abklären wollte. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Ich habe ja auch so ein Ding, ne? Ich will nicht, dass sie jetzt anspringt. Die kann Stimmen erkennen. Also es ist tatsächlich so, die kann Stimmen, du sagst, lerne meine Stimme so und dann lernt sie die Stimme und dann kann sie die Stimmen voneinander unterscheiden. Das kann man dadurch testen, wenn man sagt, wer bin ich? So, dann sagt sie, du müsstest so und so sein. So, okay. Alexa, wer bin ich? Ich spreche gerade mit Frank. So. Und was ich aber nicht weiß, und das wäre doch geil, wenn die schon den Unterschied kennt, dann muss man doch eine Stimme auch sperren können, oder? Was sehr interessant sperren, ist für Eltern. Sperren nicht. Aber das Einzige, was ich von eurer Butze hier, von Alexa noch kenne, ist, dass es einen geilen, hier so ein geiles App-Ding gibt. Dieses Ding hieß Sag meiner Frau. Das heißt, du musst doch nicht mal selber mit deiner Frau quatschen. Sehr praktisch. Das fand ich damals sehr gut, aber seitdem bin ich auf Google umgestiegen und habe jetzt. Das erzählt mir auch manchmal. Ich habe deine Stimme nicht erkannt. Alexa, installiere Sag meiner Frau, ich möchte nie wieder mit meiner Frau reden. Ich bin mir leider nicht sicher. Ja, ich mir schon. Egal. Frauen halten zusammen. Da. Schön. Großartig. Ja, Alex, ich nehme deinen Psalm mir natürlich sehr zu Herzen und ich werde jetzt tatsächlich gehen und noch ein bisschen richtig inhalieren wahrscheinlich. Fassbar. Und dann wollen wir mal gucken, ob die Bazillen wieder gehen wollen, ne? Ja, wir hatten so viel Spaß. Wünsche euch noch viel Spaß. Im nächsten seriösen Feta-Käse reden wir dann aber auch wirklich mal drüber. Seriös? Seriös. Pseudoseriös. Also ich sag nur, ihr seht das jetzt nicht, aber Tom hat sogar seine Brille wieder aufgesetzt und sie ist nicht beschlagen. Also das nächste Mal geht es wieder ums Ganze. Genau, das ist ja auch so ein bisschen so Countdown zur Geburt jetzt so. Ne? Ja, also das ist so die Folge. Wir sind ja quasi in freudiger Erwartung. Ne? Ja, also ja. Da muss man ja so ein bisschen um den heißen Brei herumreden, weil wenn der heiße Brei erstmal da ist, dann ist er ja ganz schnell abgekühlt. Ja. Dann kann der Alex nicht mehr so oft. Ja. Und nicht nur der Alex. Na gut, dann macht doch noch einen schönen Abend, ne? Ja. Das war der Väterkäse. Gehabet euch wohl. Bis dennecke. Tschüss, ihr Lieben.